Ein schlechter Film ist für mich ein Film ohne anständige Handlung, ein Zeitschinder und wenn das Ende total vorhersehbar ist. Also so ein typischer Hollywood-Film, wenn er nicht wirklich lustig ist, ist er eigentlich prinzipiell ein schlechter Film. Unter anderem Die Wand ist zwar eigentlich eben die Art von Film, die ich mag, aber es waren so viele Zeitschinder drinnen, die es einfach nicht braucht hätte. Und wären die draußen gewesen, wäre vielleicht sogar ein guter Film geworden. Ich verstehe unter Zeitschinder lange Sequenzen, die zwar vielleicht die Stimmung einfangen sollen, aber einfach definitiv viel zu lang sind. Ein guter Film ist ein Film, der mich fesselt, den ich immer und immer wieder sehen will, der einfach nicht langweilig wird und ja, der mich berührt. Meine Lieblingsfilme sind Acht Frauen zum Beispiel. Der ist einerseits total, der zieht einen an, aber er wird nicht langweilig. Der ist so upgespaced und eben nicht der Norm, finde ich. Der gefällt mir total gut und Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Weil es einfach ein Thema ist und weil immer was passiert und ja, der fesselt mich einfach. Den könnte ich mir 100 Mal anschauen. Cupid ist cool, weil man seine Meinung sagen kann und weil es auch nicht Mainstream ist.